Millionen Franken. Dass der Weltraum auch günstiger zu haben ist, das wollen jetzt vier Schweizer Ingenieure beweisen. Sie entwickeln Raketenantriebe in ihrer Freizeit. Kurt Frischknecht war beim Probelauf eines Raketenantriebs in Langenthal dabei und zeigt, wie ein solch überirdisches Projekt in der helvetischen Provinz überhaupt möglich ist. Samstagmorgen auf einem Industriegelände in Langenthal. Vier Ingenieure bereiten sich auf einen ganz besonderen Tag vor. Die Ingenieure des SPL wollen heute einen Raketenantrieb zünden und testen. Seit 8 Jahren arbeiten sie an Triebwerk und Prüfstand und lassen ihren Traum in kleinen Schritten wahr werden. Ich gehöre zu einer Generation, die als Kind die Mondlandung erlebt hat und das hat unauslöschbar seine Spuren hinterlassen. Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen. Ein großer Schritt für die Menschheit. Und mein Traum wäre, dass etwas, was wir hier geschaffen haben, mal im Weltraum fliegen würde. Mit diesem oder ähnlichen Triebwerken wollen die Ingenieure schon in Kürze bis zu mittelgroßen Raketen kostengünstig und zuverlässig in den erdnahen Weltraum schießen. Hey, da. Hast du am Kontrollpanel? Ja, ich schaue gerade schon. Im Kontrollraum werden alle Tätigkeiten und die Messgeräte überwacht. Also Grundmotivation ist eigentlich von früher her, dass ich mir als Kind immer gesagt habe, einmal, nur ein einziges Mal in meinem Leben möchte ich irgendwie sehen, dass wir auf einer Kugel leben. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich gerne mal ein bisschen oben raus möchte, in die Höhe möchte, um einfach mal zu sehen, mal, das ist wahr, wir sind auf einer Erde, wir sind auf einem Planet, der effektiv rund ist. Der Triebwerktest ist eine heikle Sache und erlaubt keine Fehler. Aus Sicherheitsgründen gehen die Elektro- und Maschineningenieure streng nach Checkliste vor. Zum Check gehört die Überprüfung der ebenfalls selbst entwickelten Schallschutzanlage. Ein 10 Meter langes Rohr, eingebettet in 40 Tonnen Sand, dämpft den Knall und das Dröhnen bei der Zündung des Triebwerks. Ist alles okay? Das ist gut, dann mache ich gerade weiter da. Das Rohr braucht es zur Schalldämpfung. Raketentriebwerke machen eine enorme Schallleistung. Und weil wir hier ja nicht in der Wüste Nevada sind, sondern in einem bevölkerten Gebiet, ist es absolut notwendig, dass man sehr aufwendige Schallschutzmassnahmen ergreift. Im Schallschutzcontainer ist alles okay. Der nächste Punkt auf der Checkliste, Zündertest. Eine Stichflamme aus Sauerstoff und Wasserstoff wird später im Triebwerk den Treibstoff zünden. Ja, du musst vielleicht noch die Lampen abdrehen, damit wir es auch besser sehen. 3, 2, 1. Wenn der Zünder nicht perfekt funktioniert, kann es zu gefährlichen Situationen führen. Es können sich Brennstoffe in der Kammer akkumulieren und wenn die dann verzögert zünden, kann es die ganze Kammer explosionsartig zerstören. In Langenthal beginnt die entscheidende Phase. Die Raketenbauer bringen den Treibstoff zum Prüfcontainer. In diesem Fass lagert Ethanol, reiner Alkohol. Er wird später im Triebwerk zusammen mit flüssigem Sauerstoff explosionsartig verbrennen. Ein eigenes Raketentriebwerk. Für die Ingenieure ist das nicht nur spannendes Hobby, sondern eine Zukunftsvision. Eines der kommenden Segmente ist sicher Weltraumtourismus. Und da geht es nicht nur um ganz grobe Sachen, wo man sagt, nee. Kann in eine Erdumlaufbahn fliegen, sondern bereits Flüge auf vielleicht 100 Kilometer sind sehr spannend und interessant, wo man nachher die Erde als Kugeln von oben anschauen kann. Um sein Ziel zu erreichen, arbeitet das Langenthaler Team weltweit vernetzt, zum Beispiel zusammen mit australischen Ingenieuren. Diese haben schon mehrfach Raketen gezündet.
schweizerisch-australischer Start ist für 2008 geplant. In Langenthal muss jetzt nur noch der flüssige Sauerstoff in den Prüfstand eingebracht werden. Das erfordert besondere Sicherheitsmaßnahmen. Die weißen Anzüge sollen bei einer Panne vor dem minus 183 Grad kalten Sauerstoff schützen. Der flüssige Sauerstoff wird von außen über eine spezielle Leitung in den Prüfstand im Testcontainer eingespeist. Die letzten Handgriffe noch. Dann müssen alle den Prüfstand verlassen. Den Test können die Ingenieure nur vom Kontrollraum aus verfolgen. Gut, Gehörschutz aufsetzen, Messsystem starten. Messsystem laufen. Jetzt ist alles startklar. Ich zähle zurück. 3, 2, 1, 0. Das Triebwerk hat perfekt gezündet. Ich glaube, uns allen fällt ein riesen Stein vom Herzen. Nach all diesen Jahren von Arbeit ist der Versuch sehr erfolgreich verlaufen. Der Prüfstand funktioniert so, wie wir uns das vorgestellt haben. Auch das Triebwerk funktioniert. Ich glaube, auf dieser Basis können wir jetzt weitermachen. Weitermachen, das heißt den Schub des Triebwerks in kleinen Schritten erhöhen, die Zünddauer verlängern. Und dann, 2008 in Australien, soll für die Schweizer Raketenbauer ein erster Traum in Erfüllung gehen. In Langenthal wird es bis dahin noch einige Male krachen.